Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Ich habe euch Neuigkeiten über die Rechtsanwältin Hillmann in Hamburg. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die hatte so irgendwie ein bisschen eine Verwirrung. Weiß nicht, ob sie immer noch hat. Auf jeden Fall diese Rechtsanwältin Frau Hillmann, die im Fall Markarbeiten als Verfahrensbeiständin vom Gericht bestellt war, genau darauf kommt es an, auf dieses Wort, hat selbst um ihre Entpflichtung gebeten. Treffer versenkt, sage ich da nur. Es ist ganz einfach. Ja, das wird natürlich niemals ein Verfahrensbeistand oder eine Verfahrensbeiständin wie die Frau Hillmann zugeben. Aber sobald Freifam über den Fall veröffentlicht, strecken die Verfahrensbeistände und Beiständinnen, soll hier um die Frau Hillmann gehen, deshalb auch das in, strecken die Waffen. Und es ist schön im Fall Hillmann, weil die Frau hat ja, ja, ich weiß nicht, ob sie sich noch erinnern kann, die Frau Hillmann, die hat ja zum Beispiel an die Polizei in Hamburg geschrieben, sie hätte Angst vor dem Vater Markarbeiten, weil der im Internet solche Videos machen würde. Ja, das bin ich, der diese Videos gemacht hat. Also das ist die Verwirrung, die ich am Anfang gesagt habe. Ja, und jetzt seid ihr sicher gespannt zu erfahren, wie hat sie denn ihre Entpflichtung begründet, die auch von der Richterin dann angenommen wurde. Also die Frau Hillmann ist definitiv raus. Ja, die Frau Hillmann hat es auf eine Art und Weise gemacht, die ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durchsteigt, ja, aber wenn ich so richtig verstehe oder soweit ich es nachvollziehen kann, hat der Vater Markarbeiten nämlich bei Gericht beantragt, dass sie entpflichtet wird. Und da hat dann die Frau Hillmann jetzt gesagt, sie würde im Interesse des Kindes, damit das Verfahren sich nicht länger hinzieht und die Richterin da nicht entscheiden muss darüber, ob sie denn entpflichtet werden soll oder nicht, wird sie jetzt um ihre eigene, wird sie jetzt selbst ihre Entpflichtung beantragen. das hört sich für mich so an, ja, meine persönliche Meinung, Einschätzung, dass die Frau Hillmann vielleicht geahnt hat, dass sie ja entpflichtet wird, was natürlich für so eine Rechtsanwältin in Hamburg, ja, eine der Hochburgen der Juristerei. Wenn die dann von der Richterin entpflichtet wird, wird es natürlich peinlich. Und da war vielleicht auch die Überlegung bei der Frau Hillmann, dass es dann auf Freifam käme und dann wäre es ja nochmal peinlicher, wenn es jeder weiß. Und das Ganze hat aber, wie wir hier im Süden sagen, ein Geschmäckle, weil bevor die Frau Hillmann ihre Entpflichtung gebeten hat, hat nämlich die Mutter der gemeinsamen Tochter mit dem Markarbeiten einen Antrag gestellt auf Umgangsausschluss. Ja, Antrag auf Unterhaltsausschluss, wenn man was weiß. Nee, Antrag auf Umgangsausschluss. Ja, mit irgendwelchen hanebüchenen Begründungen, die möchte ich euch jetzt ersparen, weil ja eh alles völliger Blödsinn, was der Anwalt der Mutter bisher geschrieben hat. Und wenn ihr die Videos verfolgt habt, ist es ja leider so, dass auch die Richterin Daug auf Basis dieses Blödsinns erstmal den Umgang des Vaters mit dem Kind ausgeschlossen hat, aber dann eben einen begleiteten Umgang angeordnet hat, damit der Vater und die Tochter sich sehen. Und das wollte jetzt die Mutter wieder unterbinden und das hat nicht funktioniert. Und meine Interpretation dieses Vorgangs ist, dass die Verfahrensbeiständin Hillmann diesen Umgangsausschluss auch wollte und da der nicht angeordnet wurde, hat sie jetzt das Handtuch geschmissen, weil sie sieht, okay, die Richterin steht nicht mehr hinter mir und hinter der Mutter und das Ding geht jetzt vielleicht positiv für den Vater aus und dann wäre die Frau Hillmann mit ihrer Position, ich sag's mal gerade so heraus, ist ja auch wieder meine Meinung, die Frau Hillmann hat hier eine Mutter unterstützt, die, so wie es aussieht, also das
Das sieht schon nach narzisstischer Persönlichkeitsstörung aus, ja, wenn man so einen Allmachtsanspruch auf ein Kind hat und das sie auf keinen Fall mehr zum Vater lassen will und hier als Begründung bringt so einen völligen Blödsinn, ja, dass der Vater, als die Mutter behauptet hat, das Kind will nicht mit ihm mit, das Kind einfach mitgenommen hat, ja, so what, ja, hätte der Vater sich dieser Mutter unterwerfen sollen, die ihren Allmachtsanspruch, ihren narzisstischen, auf das Kind ausüben will. Nö, das hat der Vater richtig gemacht, aus meiner Sicht. Aber die Frau Hillmann, die Rechtsanwältin in Hamburg, die Verfahrensbeiständin, die jetzt selber das Handtuch geworfen hat, die hat die Mutter voll unterstützt und ist jetzt nach meiner Einschätzung mehr oder weniger gegen die Wand gefahren bei der Richterin Daug. Die, so wie es jetzt aussieht, vielleicht das Ding dreht, ja. Weil, es ist ja auch so, darüber haben wir noch nicht so viel berichtet, der Sohn, den der Margab Heiden ja mit einer anderen Frau hat, da gab es ja auch ein Gerichtsverfahren, da hat die Mutter auch beantragt, Umgangsausschluss, ja, mit dieser vielleicht überhaupt blödsinnigsten Begründung, ja, dass der Vater so beschäftigt sein mit dieser Sache mit der Tochter, ja, die er mit der anderen Frau hat, dass sich jetzt gar nicht um den Sohn kümmern kann. Muss man jetzt erstmal den Umgang ausschließen. Das hat die Richterin in dem Fall, ja, das ist eine andere Richterin, das war eine Elmshorn, glaube ich, heißt's. Die hat es dann beendet, ja. Die hat erst diesen Umgangsausschluss auch, ja, im Eilverfahren ohne Anhörung des Vaters, wenn ich mich richtig erinnere, angeordnet, aber dann nach der mündlichen Verhandlung wieder zurückgenommen und da läuft jetzt wieder das Wechselmodell. Ja, das ist der Stand im Fall Margab Heiden. Ja, was macht jetzt diese Mutter, die aus meiner Sicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, ohne ihre Verfahrensbeiständin, die ihr da so treu zur Seite war? Wir haben ja auch, das ist das stärkste Argument, einen Gutachter im Fall Margab Heiden gehabt, der ja sich den Vater, die Kinder alle beide angeschaut hat. Und am Vater liegt das Problem nicht, ja. Und der Gutachter hat auch keine Kindeswohlgefährdung gesehen. Also liegt die Vermutung nahe, dass da irgendeine Psychonummer ablief zwischen der Mutter und der Verfahrensbeispiel und Rechtsanwältin Hillmann, die sich im besten Fall mit Irrationalität begründen lässt, im schlimmsten Fall mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und einer co-abhängigen Verhaltensweise bei der Frau Hillmann. Anyway, die Frau Hillmann ist raus. Dann besteht eine Chance, dass weniger Irrationalität in diesem Verfahren drin ist als zuvor. Jetzt kann die Frau Daug vielleicht mal vernünftig entscheiden. Nicht so impulsiv. Ja, liebe Freunde der demokratischen Erziehung, so sieht der normale Wahnsinn an deutschen Familiengerichten aus. Aber es gibt eine Waffe, die heißt Freifam und die Öffentlichkeit. Und ich sag mal so, Verfahrensbeistände, die kicken wir regelmäßig raus, sobald wir darüber berichten. Und sobald ich meine Videos mache. Ja, Frau Hillmann, falls Sie zuschauen, noch ein abschließendes Wort an Sie. Ich hoffe, Sie merken sich, dass ich nicht der Margab Heiden bin. Mein Name ist Sandro Grogans und vielleicht erscheine ich ja in Ihren Träumen. Vielleicht sind es ja Albträume, die Sie sich redlich verdient haben, indem Sie einem kleinen Mädchen geholfen haben, einem kleinen Mädchen ohne Grund den Vater zu nehmen. Da wünsche ich Ihnen aus vollem Herzen Albträume über diesen YouTuber, der Sie im Internet so unverschämt angegriffen hat. Okay, danke fürs Zuschauen und Zuhören, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Ciao, ciao.